Heute wurde der Startschuss für das Match Race in Hard abgegeben. Was erwartet die Segelfreunde in den nächsten Tagen? Ja, wir haben jetzt die Europameisterschaft im Match Race erstmals hier in Hard. Und es wird 4 Tage gesegelt, von heute Mittwoch bis Samstag. Es sind 3 Tage Qualifikation und die ersten Läufe haben heute Morgen begonnen. Und dann, also es sind je 12 Teams je Kategorie, Frauen und Männer. Und dann die ersten 8 kommen dann in die Viertelfinals, weiter in die Halbfinale und die Besten dann im Finale am Samstag. Wie viele Teilnehmer sind dabei? Sind 12 Mannschaften bei den Frauen und 12 bei den Herren und insgesamt aus 16 verschiedenen Nationen. Was ist das Besondere an der Match Race Regatta? Ja, das Segeln gibt es ja schon ewige Jahre, aber normalerweise ist eine Regatta besteht aus vielleicht 50 bis 100 Booten, die zur selben Zeit über die Startlinie gehen und der Erste gewinnt dann. Match Race ist eine sehr junge Form des Wettkampfs, wie beim Boxen, wo 1 gegen 1 gesegelt wird. Und das ist das Spezielle, es geht nicht darum, möglichst schnell im Ziel zu sein, sondern man muss einfach gegen diesen einen Gegner gewinnen. Die Regatta findet hier im Harder Binnenbecken statt. Wurde hier ein Parcours ausgesteckt? Also es ist ja, das Match Race findet zum 5. Mal statt, einfach jetzt in einem größeren Format. Und wir sehen hier hinter mir das Harder Seebecken und je nach Wind wird der Kurs neu gesteckt. Also das muss ist kein fester Kurs, wird immer dem Wind angepasst. Aber das Rennen findet nur hier im Becken statt, das geht nicht auf den See hinaus? Gute Frage, es ist so, wir haben ja die Männer- und die Frauenkategorien. Jeden Tag segelt eine Kategorie hier im Seebecken. Das ist für die Zuschauer, dass die auch etwas davon mitbekommen. Und eine Kategorie segelt jeweils draußen auf dem See. Wie viele Zuschauer werden erwartet? Ja, erwartungsgemäß von letztes Jahr sind so über die 4 Tage verteilt 4000 Zuschauer. Da auch viele Radler vorbeifahren und dann kurz anhalten. Auffahrt könnte mehr versprechen, aber das schlechte Wetter auch weniger. Die Wetterprognosen sehen nicht sehr gut aus in den nächsten Tagen. Das stimmt, also eigentlich schlechte Wetterprognosen sind ja gut für den Wind. Schlecht Wetter gleich mehr Wind. Heute Nachmittag sollte eine Biese kommen und damit wir sagen können, Regen ist für uns nicht schlimm, aber kein Wind ist schlimm.